Das Haus, wo er wirklich wohnte, das ist die Türkenstraße 94 gewesen. Da hatte er bei den Polsterer-Ehepaar Lehmann ein Zimmer im zweiten Stock, was jetzt von der Bekannten ihr Bad ist. Er schaute in Richtung Hinterhof, Englischer Garten nach Osten raus. Und von dort aus ist er eben jeden Tag zum Bürgerbräu gegangen, um in die Säule seinen Sprengstoff einzubauen und mit den Uhren abzuklären, dass das eben eine Zeitzünderbombe wurde. So. Die Leute hatten nicht viel Zeit. Der Mann war, der Polsterer war immer unterwegs tagsüber. Die Frau war hochschwanger, war dann längere Zeit in der Klinik, vor der Geburt, nach der Geburt. Und da hatte Elsa praktisch freie Hand. Ne? Sie hat ihn, hat sie gesagt, ihr Mann hätte gesagt, er sei ein Heißelschleicher gewesen. Einer, der da einfach so durch, so lautlos durch die Gegend eilt und irgendwo unerwartet auftaucht, dass man selber irgendwie, dass einem etwas gruselig wird. Ja? Die Frau Lehmann ist auf Georg Elser nicht gut zu sprechen. Er hat nämlich ihr Leben zerstört. Weil die Nazis nicht glauben konnten, dass er ein Einzeltäter war, wurde auch ihr Mann im Wittelsbacher Palais im Gefängnis festgehalten. Sie durfte ihm manchmal was zum Essen bringen. Dann kam er an die Front nach Russland und da wurde er erschossen. Und sie saß da mit ihren drei Kindern oder zwei Kindern. Also sie saß da mit ihren Kindern und Elsa hat praktisch ihr Leben zerstört.